herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es endlich los mit unserer neuen Videoreihe. Das heißt, wir sind auf dem Bilzer Berg. Der Bilzer Berg ist auf uns zugekommen und ermöglicht uns, deswegen an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass wir tatsächlich monatlich jetzt einmal mit diesem Auto auf dem Bilzer Berg unterwegs sein werden. Wer den Bilzer Berg nicht kennt, ihr werdet ihn gleich kennenlernen. Das ist eine private Rennstrecke, eine extrem anspruchsvolle Rennstrecke. Aber das soll uns der Rolf erklären, der kennt sich hier nämlich besser aus. So, okay, ich fasse nochmal zusammen. Wir sind am Bilzer Berg, wir werden jetzt hier einmal im Monat sein und wir werden uns immer und immer und immer weiter mit dem Abarth verbessern. Das heißt, es geht los mit einem kompletten Serienauto. Wir haben nichts gemacht, außer im letzten Video, wie ihr gesehen habt, Ölwechsel und Kerzen. Und wir kämpfen uns von Monat zu Monat mit der Rundenzeit immer weiter nach unten. Für mich auch Neuland, zwar schon so ein bisschen Rennstrecke gefahren, allerdings mit Abstand kein Profi. Und genauso ist es für uns eine Möglichkeit, das finde ich so cool an dem Ganzen, mal auf eine ganz andere Technik eingehen. Das heißt, wir werden relativ schnell mit der Bremse am Ende sein. Wir werden komplett neue Probleme haben in Bezug auf Kühlleistung von dem Fahrzeug. Dann kommt irgendwann mit Sicherheit auch punkto Sicherheit. Natürlich Helmpflicht, aber eigentlich müsste man auch irgendwann anfangen, Überrollbügel einbauen, vernünftige Gurte und. Ja, und deswegen auch an der Stelle gleich die erste Frage. Mich würde es interessieren, was ihr cooler findet. Sollen wir den Abarth Stück für Stück immer noch straßentauglich lassen? Das heißt, wir gucken bei den ganzen Umbauten schon, dass das in die Richtung TÜV geht. Oder sollen wir wie gehabt sagen, scheißegal, wir bauen ein Rennauto. Jetzt nicht übertrieben, wir schneiden alles aus dem Auto raus. Aber wir brauchen halt nun mal nicht drauf gucken, ob die Felgen ein Gutachten haben und so weiter. Bin mal gespannt, was euer Favorit ist. Mein Favorit sollte bei den ganzen anderen Projekten ja nahe liegen, weil ich hätte schon Bock mal, die Kiste vielleicht so ein bisschen breiter zu machen, ne? Ja, geil. Bin ich auch dafür. So ein Spoiler, so ein Diffusor, da würde mir schon jede Menge einfallen, wie wir aus dem Abarth so einen richtigen kleinen Rennwagen machen. Ja, warum nehmen wir den Abarth dafür? Relativ einfach, kommt wie gesagt aus Familienbesitz und ist halt endlich mal ein bezahlbares Auto, ne? Muss man ehrlich sagen, wir haben relativ viel wirklich krasses, teures Zeug auf dem Channel. In dem Fall haben wir ein Auto unter 10.000 Euro. Das heißt, das ist für, ich sage jetzt mal vorsichtig, jedermann auf der Rennstrecke erschwinglich. Oder anders formuliert, ich glaube, man kann nicht viel günstiger auf der Rennstrecke unterwegs sein. Und deswegen freuen wir uns wirklich sehr auf diese Videoreihe, die sich ja dementsprechend über Monate ziehen wird. Wird jede Menge Technik geben. Wir werden jetzt nicht von Folge zu Folge das Auto radikal umbauen, sondern gehen wirklich immer einzelne Themengebiete an, die Sinn machen und machen so das Auto immer, immer schneller. Aber ich würde sagen, so viel erstmal vorab. Jetzt geht's mal zur Rennstrecke und wir gucken uns das Ganze mal genau an. Ja, ich bin echt mal gespannt, was das mit dem Abarth so wird. Ja, ich auch. Wir haben uns auf jeden Fall schon jede Menge witzige Sachen überlegt, die wir an diesem Fahrzeug am Ende umsetzen wollen, ne? Ich hoffe, dass die Community richtig entscheidet. Und wir müssen auf jeden Fall auch, weil wir halt auch eher sonst so Typ, ich will jetzt nicht sagen Typ Draufgänger sind, aber schon so... Man muss sich zurückhalten. Draufhalten. Da müssen wir auf jeden Fall... Bist du schon mal Rennstrecke gefahren? Nee, also... Würdest du dich eher als guter oder schlechter Beifahrer auf der Rennstrecke sehen? Ich bin generell ein schlechter Beifahrer. Ah, okay. Also perfekte Voraussetzung, ne? Ja. In dem kleinen Auto hier zu zweit auch noch auf der Rennstrecke. Das ist schon mal ein Punkt, das werden wir euch auf der Strecke später noch zeigen. Es geht extrem bergauf und bergunter, da ist die Strecke bekannt für. So, und jetzt sind wir nämlich auch schon da. Man merkt auf jeden Fall, dass die Strecke noch nicht alt ist, ne? Ja. Ist noch alles sehr neu und frisch. Ja, da brauchen wir ja 100 PS, um überhaupt oben anzukommen. Geht's auch schon los hier. Okay, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Wie gesagt, rechts. Zur Verwaltung. Hat sie gesagt. Alter, guck mal. Mhm. So viel zum Thema, es geht hier hoch und runter, aber da fahren wir mal einmal schon mal hin. Jetzt sind wir wahrscheinlich zu nah, aber das ist das Krasse an der Strecke, wie das hier hoch und runter geht. Ja, man hat es gerade schon gesehen. Verwaltung geradeaus hoch.
Und was geht hier rechts? Will ich so einen Pfeil nach rechts? Offroad. Offroad. Nee, Offroad wollen wir nicht. Also noch sieht es aus, wenn man jetzt mal rechts außen vor lässt, sieht es aus, als wenn so eine kleine Gartenkolonie oder sowas. Golfplatz. Ja, Golfplatz, wenn wir so Golfplatz machen hier. Oh, das gefällt mir. Da fahren wir noch mal kurz näher ran. Alter, ja, Rayon geht. Ich würde mal vorschlagen, beziehungsweise... Alter Schwede, ist das geil. Das sieht man auch nicht jeden Tag, ne? Nee. So viele BMWs in Reihe und Glied, in jeder Farbe. Voll geil. Da muss ich einmal kurz aussteigen, bis darüber. Das habe ich noch nicht gesehen. Das sind 50 Stück. Würde ich jetzt mal so sagen, 1, Minimum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in einer Reihe. Man muss sich mal vorstellen, stellt euch mal vor, ihr packt eure 50 besten Kumpels ein. Nicht jeder kriegt so ein Auto und man hat so eine Rennstrecke zur Verfügung. Ne? Oh, ich glaube, viel mehr Spaß geht nicht. Und ja. Ich glaube, viel größer kann auch das Risiko nicht sein, dass mindestens einer kaputt ist danach. Ne? Mindestens. So, wir gehen mal gucken. So, wir haben den Zuständigen gefunden. Hallo Rolf. Erstmal vielen Dank, dass du uns das hier ermöglicht. Ne? Gerne, gerne. Ich habe schon gesagt, ich habe mich lange nicht mehr auf etwas so lange gefreut wie auf die Sache. Weil, wie wenn man diese wunderschöne Strecke im Hintergrund schon sieht, kann das nur spaßig werden. In der Tat. Also die Streckenführung und natürlich hier im Grünen, das ist natürlich auch echt wunderbar. Also das ist ja so ein krasser Gegensatz dann teilweise. Ne? Jetzt fährt auch gerade keiner, ist total leise. Ne? Wir fangen mal an. Gib uns doch mal einfach so ein paar Basics zu der Strecke hier. Ich habe schon gesagt, das ist ja eigentlich eine private Strecke. Genau. Also wir sind privat, haben 180 private Teilhaber. Mhm. Die Idee ist gewachsen, so 2-3 so ungefähr war mal die Idee, was daraus zu machen. Dann gab es ab 2006 wirklich die definitive Planung. Mhm. Und dann ist das leicht verzögert auch eröffnet worden, 2013. Und seitdem sind wir so private Test-, Prüfstrecke, Rennstreckencharakter. Wir haben DMSB-Zulassung. Also das ist aber ursprünglich mal gewesen ein Munitionsdepot von der britischen Rheinarmee. Mhm. Von 1973 bis 1993. Und dann lag das brach und dann kam halt die Idee. So muss man sich das vorstellen. Also 2013 wurde sie gebaut, auf jeden Fall, die Strecke. Da war sie schon fertig. Da war sie fertig, okay. Genau, sollte eröffnet werden 2011, aber durch Verzögerungen dann bei der Genehmigung und so weiter 2013, also offiziell 1.6.2013, wurde es dann eröffnet. Ja. Und es gibt 180 Gesellschafter, denen halt einen Anteil an dieser Strecke gehört. Genau. Das heißt, die können dann machen, was sie wollen und können ja den ganzen Tag lang fahren, oder? Das ist auch schon geregelt, weil wir leben glücklicherweise auch von der Vermietung hier oben, also in der Tat, also für entsprechende Präsentationen und so weiter. Also ist eigentlich fast alles möglich, was man sich so vorstellen kann. Ist auch übergreifend, ob das jetzt unbedingt dann Hersteller für Fahrzeuge sein müssen. Wir haben auch hier Tagungen beispielsweise, die nicht unbedingt gleich direkt was mit dem Auto zu tun haben müssen, aber in der Verbindung vielleicht einen Sinn machen. Dann auch viele so Teambuilding-Maßnahmen, sowas, also was man sich so vorstellen kann. Also richtig auch so Freizeitbeschäftigung. Genau. Jetzt müssen wir noch mal auf einen Punkt eingehen, weil das Besondere an dieser Strecke ist, du sagtest ja schon Planung. Die Planung war ja ein bisschen größer für diese Strecke, sage ich jetzt mal. Ne? Und da waren ja auch ein paar bekannte Leute daran beteiligt. Genau. Also es ist so, eigentlich die Grundidee, muss man wirklich sagen, Graf Oeynhausen beispielsweise hat die Grundidee und dann war halt dahinter, dann waren natürlich die Ideengeber, also dem ursprünglichen Besitzer, Baron van der Borch, den das wieder gehört hat beispielsweise, die haben dann diese Idee dann weiter vollbracht, dann sind beispielsweise auch unsere jetzige Geschäftsführer sind mit dazugekommen als Entwicklungs- und Planer und dann ist das natürlich auch nicht von heute auf morgen gemacht und wir sind hier in Nordrhein-Westfalen, das ist auch die erste und einzige Rennstrecke in Nordrhein-Westfalen, das muss man auch berücksichtigen, also war natürlich erstmal auch ein paar Hürden dann zu nehmen entsprechend und dann ist aber die Planung dann doch für so ein Projekt relativ schnell gegangen, weil es wirklich auch aus dem Gesellschafterkreis, also ein entsprechender Beirat mit Menschen dabei, die das natürlich auch entsprechend begleitet haben. Und das ist natürlich sehr vorteilhaft, dass das dann relativ schnell ging. Ne? Und was macht die Strecke so interessant? Also die Topografie ist besonders. Also so ein, ich habe es, glaube ich, schon mal am Telefon oder irgendwann mal kurz mal drüber gesprochen. In Walter Röhl war beispielsweise auch hier an der Strecke am Layout auch ein bisschen mit beschäftigt in der Form, dass er einfach gesagt hat, ich habe es nur so überliefert bekommen, ich war nicht dabei, aber wenn ihr mittags keine Langeweile haben wollt, dann müsst ihr da so ein bisschen was noch dran machen. So, und das ist in der Tat dann auch passiert. Also man hat dann wirklich hier 44 Kuppen und Wannen drin. Also wir haben 4,2 Kilometer Strecke. Die ist kumuliert, also Höhenunterschiede pro Runde sind
204 Meter pro Runde. Das kann man sich schon vorstellen. Auf 4,2 Kilometern ist das schon ordentlich. Ist das schon ordentlich. Das Ganze hat aber entsprechend noch Banking und das hat ja die Kuppen und Wannen. Das heißt, wenn man hier guckt, es ist keine Stelle wirklich gerade. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das fordert natürlich Mensch und Maschine auf der einen Seite, aber auch Fahrwerkkomponenten, Bremskomponenten und so weiter. Ja, man sieht es ja alleine selbst hier schon. Man kann ja gar nicht sehen, wo die Strecke weitergeht, ne? Genau. Also man sieht jetzt halt drei Kurven und dann ist auch Schluss. Genau. Blinde Kuppen haben wir reichlich. Deswegen, wir haben auch, das wird dann viel schon mal gefragt, Mensch, warum kann man bei euch nicht fahren wie auf Strecke XY? Mhm. Also was wir hier machen, ist in der Regel, was wir auch selber machen, sind sogenannte Racetrack-Trainings. Die werden dann angeboten, dass jemand erstmal rangeführt wird, überhaupt erstmal die Strecke kennenzulernen. Und das übergeben wir dann in der Regel. Dadurch bilden sich ganz viele, die bei unseren Veranstaltern dann auch teilnehmen und sagen, hier, ich möchte bei XY möchte ich gerne fahren. Ja, ja. Und so akquiriert man praktisch neue dann Kunden teilweise oder auch Gesellschafter. Auch das hatten wir schon. Ne? Okay. Das heißt aber, die Strecke, so wie sie ist, ist wirklich von jedem Winkel, von jeder Kuppe und so weiter gewollt. Das ist zwar schon so in die Landschaft reingebaut, aber schon so wirklich, da hat sich einer was bei gedacht, hier so, hier so, hier so. Die Topografie war wirklich fast 1:1 so. Also ich habe es wirklich noch gesehen, da war das hier wirklich noch gar nicht, da war die Idee da. Und ich weiß noch, wir standen im Wald an der Mausefall, wo wir gleich mal fahren. Da guckte man von oben runter und dann hieß es, da fahren wir runter, waren auch noch Bäume da, fahren wir runter, da fahren wir hoch. Da habe ich nur gedacht, da bin ich gespannt, ob das so wird. Aber es ist so geworden. Du selber fährst ja auch hier. Ja. Du warst ja schon auf einigen Strecken unterwegs. Wie schätzt du diese Strecke von der Schwierigkeit her ein? So? 1 bis 10 gegenüber anderen Strecken? Ist schon ordentlich. Also ich sag mal, natürlich je nach Fahrvermögen und Fahrzeug natürlich ganz entscheidend, weil hier werden natürlich unter Umständen Ruhephasen bei untermotorisierten Fahrzeugen in Anführungsstrichen, wird natürlich zur Raketenstrecke für richtige Raketen. Also wenn man ein entsprechendes Auto hat, ist sehr, sehr anspruchsvoll. Auch für das Fahrwerk und auch für die Menschen. Also man hat ja auch keine Ausruhzeiten hier. Ne? Also wir sehen das ja vielleicht, wenn wir mal drüber fahren, da fahren wir es vielleicht mal langsam. Du wirst es ja auch dann selber mal fahren. Das ist ordentlich, ja. Okay, ich fasse zusammen. Also sowohl Gesellschafter als auch private Veranstaltungen, wo man sich selber mit einbuchen kann, wird hier gefahren. Das Ganze will ich jetzt sehen, ab auf die Strecke. Wir fangen mal an. Das allererste zu der Strecke. Darf man hier nur mit Zulassung fahren oder dürfen auch theoretisch Rennautos fahren? Rennautos können auch fahren. Es kommt immer auf den Veranstalter an und wie die Veranstaltung ausgeschrieben ist. Also ob das Fahrsicherheitstraining, wie auch immer, mit Kennzeichen, wie ist das gedacht? Aber wie gesagt, das geht auch ohne Kennzeichen. Geht auch ohne Kennzeichen, okay. Ja. Aber Lautstärke, großes Problem hier. Nicht nur hier, das ist ja generell ein Problem, in Anführungsstrichen. Das heißt, man hat einen bestimmten Zielwert, den darf man nur noch erreichen, wenn es keine rein restaurierende Veranstaltung ist. Das gilt aber auch nicht nur für den Bilsterberg, sondern inzwischen überall anders auch. Da gibt es halt Regularien, die sind hier beispielsweise 98 dB Gruppe N, Gruppe A. Gibt es ein anderes Messverfahren, dann sind es 138. Das, wenn man mal so Wert hört, der eine hoch, der andere niedrig. Aber ist grundsätzlich bei straßenzugelassenem Fahrzeug kein Problem mehr. Und bei Rennfahrzeugen in der Regel gibt es auch Möglichkeiten, dann auch zu fahren. Okay, aber 98 Dezibel muss hier strikt eingehalten werden. Genau, und teilweise drunter, wenn viele Autos fahren. Also das ist immer das Problem, fahren viele Autos oder fährt ein Auto? Ja, ein Auto darf lauter sein als viele, die dann etwas leiser sind. Okay, aber mit 98 Dezibel wäre ich mit meiner Limo hier auf jeden Fall leider schon raus gewesen. Wobei, gerade du hast ja ein Turbogerät, ne? Das ist eigentlich machbar, ja, wenn man möchte. 98 wird schwierig. So, wir sind an der Startlinie angekommen, Pole Position heute hier. 4,2 Kilometer. 4,2 Kilometer. 200 Meter Höhenunterschied ungefähr. Genau, 2,4 genau, kumuliert, genau. Und los geht's. Nicht schnell, sondern wir wollen euch einfach nur mal ein bisschen die Strecke ziehen. Jo. Wie viele Kurven sind das denn so? Ja, sind es, wie gesagt, 18 gesamt. Mhm. Und es ist von Links-Rechts-Kurven. Wir gucken uns einfach, wie gesagt, Turn 1, so heißt auch da oben zum Beispiel das Restaurant, was dabei ist, also erste Kurve. Wie schnell kommen die schnellen Autos hier angeflogen? Das ist immer relativ. Ist ja die Frage Maschinist, ne? Ja. Also, was ist da so drin? Kann deutlich über 200 sein, ne? Ah, das ist okay, krass. Also das ist schon je nachdem und wie das dann auch gefahren wird, auch jede von den Kurven hängt so ein bisschen vom Fahrzeug ab. Jetzt sieht man ja auch inzwischen hier dann auch mal hier auch die Streckenbezeichnungen mal. Das ist zum Beispiel T2 wäre das jetzt hier, Fledermaushügel zum Beispiel. Geht das hier entsprechend weiter. Dann hier nochmal Besonderheit beim Ein- und Ausfahren hier. Die weißen Linien natürlich nicht überfahren, wenn man aus den Boxengassen rauskommt. Mir kommt die Strecke relativ schmal vor. Genau, wir haben 10 bis 12 Meter. Das ist nicht wahnsinnig viel. Auf der einen Seite merkt man natürlich logischerweise, man muss das Ganze natürlich dann auch sauber fahren, weil ja, das ist ja nicht wahnsinnig breit, sag ich mal, um sich dann unter Umständen in der Einschätzung zu vertun, dass man halt falsch herfährt. Also das ist schon speziell. Und auch, ich war das letzte Mal in Oschersleben gefahren, curbsmäßig natürlich auch relativ wenig, ne? Und ja. Relativ kurz auch, ne? Ja. Oh, hier hat schon mal einer einen kleinen Dreher gemacht.
Ja, also das ist immer die Frage, wie fährt man? Also Geschwindigkeit ist immer relativ. Also hier ist es natürlich auch wie überall im Fahren, ist es so, möglichst wenig lenken. Ne? Und wenn man das machen möchte, dann muss man halt wissen, wo es lang geht. Das ist also ganz entscheidend dabei. Dann kann man halt, die kürzeste Weg ist immer eine Gerade, ne? Und der schnellste auch. Ne? Und auch relativ eng die Kurven alle, ne? Ja. Und auch blinde Kuppen und Kurven, also wie man hier schon mal sieht, da wüsste man jetzt ja gar nicht, wo geht es als nächstes lang. Ne? Mhm. Und je nach Geschwindigkeit, ich versuche jetzt mal ansatzweise, mal, wir sind ja jetzt nicht schnell unterwegs, ansatzweise auch mal so die Ideallinie zu fahren. Das heißt also, wenn man dann relativ schnell ist, kommt man hier praktisch gerade dran vorbei. Und gefühlt fährt man so richtig gegen eine Bergsäule. Ja. Ne? Also ja. Das ist schon richtig. Also du hast ja vorhin schon mal gefragt, anspruchsvoll, ja, nein. Fürs Auto auf jeden Fall, also Fahrwerkstrecke hier definitiv. Ich stelle es mir auch tierisch gefährlich vor, ehrlich gesagt, weil du kannst ja kaum weiter als 100 Meter immer gucken. Also du fährst ja fast schon so, dass du im Sichtfeld gar nicht mehr stehen bleiben kannst, wie man früher in der Fahrschule so ungefähr gesagt hat. Ne? Also wenn hier einer stehen würde, genau. Deswegen sind wir von der Sicherheit auch, wir haben eine Race-Control mit Kameraüberwachung, also den rundum überwacht. Also wenn man jetzt mal guckt, sind ja auch entsprechend diese Kameras. Und dann wird natürlich auch über diese Tracer-Sticks und so wird entsprechend auch, je nachdem, was für ein Fahrbetrieb ist, entweder noch zusätzlich Flaggen geschwenkt oder entsprechend auch... Da oben sieht man die. Hier haben wir zum Beispiel auch wieder so eine richtige Senke. Ne? Ja, also das ist jetzt die Anfahrt Mausefalle. Da geht es dann halt diese 26% runter. Und wenn man hier natürlich, wie man sich so schon so sehen kann, wenn man den richtigen Punkt nicht erwischt, dann kannst du immer einmal stehen bleiben. Boah, ist ja fast hier wie so Offroad runterfahren, ne? Ja, 26% Gefälle. Ich will mal einmal aussteigen. Dürfen wir einmal aussteigen? Ja, klar. Daran hieß es, ne? Wie kommt das, Rolf, dass die Curbs hier weiß-schwarz sind und nicht weiß-rot? Hat das irgendeine Bedeutung? Die waren mal weiß-rot und dann hat man sich irgendwann entschieden, wir machen ja alles hier von unserem Logo her, ist alles schwarz-weiß. Und um das vielleicht auch mal ein bisschen anders zu machen, sind wir auch schwarz-weiß. Also ist nicht irgendwie so, dass das generell so vorgegeben ist, dass die weiß-rot sein müssen oder so, ne? Nein. Ja, das ist schon speziell. Das ist halt, was man sich jetzt so kaum vorstellen kann. Ja, hier sieht man das jetzt mal so ein bisschen. Ja. Mir hat mal jemand, ein Freund, gesagt, pass auf, wenn man den Autos aufs Dach gucken kann, dann ist steil. Dann ist steil, ja. Ja, schon... Vor allem, wenn ich mir jetzt halt überlege, du kommst hier über die Kuppe geflogen, um die Kurve rum und bist nur so ein Tucken zu schnell, versuchst das noch so ein bisschen einzubremsen oder so. Ne? Das ist natürlich schon Worst Case für alles. So, ne? Eigentlich fehlt nur noch eine kleine Kuppe hier mittendrin, doch dann wäre es... Wenn du runterfährst, merkst kommt du gleich einmal, die ist hier drin, die siehst du jetzt gerade gar nicht. Merkst du sofort beim Fahren. Das Problem ist dann, das kannst du jetzt kaum sehen, spürst du sofort beim Fahren. Sind zum Beispiel die Reifen kalt und du nimmst an der Stelle, weil du zu schnell bist, Gas weg. Kann es auch ganz schnell sein, dass du dich in eine falsche Richtung eindrehst. Ne? Und gefühlt sind aber die Auslaufzonen auch relativ wenig. Ne? Also man schlägt schon recht schnell hier mal, was immer witzig ist da. Typisch, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Waren scheinbar da schon ein paar hier drin. Ja. Aber das ist ja auch gerade der Anspruch, den es halt ausmacht. Das ist eben, ich sag immer, es ist eben kein Parkplatzkurs, sondern ist halt schon sehr, sehr anspruchsvoll. Und deswegen fangen wir natürlich auch mal langsam an. Also kann ich jedem nur empfehlen, fahr erstmal langsam, guck, bring dir das erstmal ein und dann merkst du auch die kleinen Hügel schon, die er hier so hat. Schnell wird es von alleine. Wie oft kommt das hier so vor, dass hier mal so einer im Kiesbett und vielleicht noch mal ein paar Meter weiter landet? Ja, kann vorkommen, logischerweise. Technischer Effekt ist ja auch nie auszuschließen, muss man auch dazu sagen. Ne? Also man weiß ja nie, was hat nachher dazu geführt. Aber in der Regel ist es so, dass die meisten hier fahren, auch Motorradfahrer und so weiter, die fahren wirklich sehr, sehr vorsichtig. Deswegen toi, 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 ist hier noch nichts Grobes passiert. Wir gucken natürlich auch immer, dass es natürlich eine vernünftige Begleitung stattfindet. Wir lassen auch keinen einfach so hier losfahren. Das ist da einfach dann wirklich viel zu gefährlich. Ne? Wie viele Leute dürfen zeitgleich auf der Strecke fahren? 50 auf einmal. 50 Uhr? 50, ja. Oder ist es immer noch gut verteilt. Ne? Aber wie auch... Auf 4 Kilometer 50. Ja. Du wirst es ja erleben, also das ist dann gar nicht so. Ja, das ist dann gar nicht so viel. Also das ist immer noch, hast du mal freie Fahrt. Und je nachdem, wo die sich vorhin befinden. Ne? Wir wollen das Ganze ja mit dem Abarth nach und nach fahren. Ist das Auto für die Strecke geeignet? Eher schwierig, eher einfach? Grundsätzlich kann man hier mit jedem Auto fahren. Also wir haben, da mache ich auch nichts von abhängig. Wir haben viele klassische Fahrzeuge, die dann auch hier bewegt werden. Da muss man natürlich ein bisschen anpassen, wer fährt dann in so einer Gruppe beispielsweise mit. Aber grundsätzlich kann hier jedes Auto fahren, hier kann jedes Motorrad fahren. Also eine Untermotorisierung, Übermotorisierung würde ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil es trainiert ja auf jeden Fall, ob er langsam oder schnell ist. Okay, weiter geht's. Ja, das ist natürlich jetzt auch krass. Hier kommst du volles Ballett diese Mäusefalle runter. Genau. Und dann ist das ist ja fast wie im Skigebiet hier auch. Genau, siehst du jetzt schon mal diese Hügel, die jetzt hier so drin sind? Also es ist wirklich krass. Jetzt geht das natürlich 21% wieder hoch. Schafft der aber das hier auch? Schafft jedes Auto. Man kann ja auch schalten, dafür hat man ja getrieben. Der wird wohl nicht im ersten hier hochfahren, aber wie gesagt, das ist schon, und deswegen ist das immer relativ, sag ich mal. Und gerade wenn man genau jetzt hier langfährt, dann siehst du ja eigentlich gar nichts. Ja. Jetzt kann man sich, die Profis gucken sich den Poller an, aber wenn du dann weit genug gucken kannst, dann siehst du gleich das Windrad. Ja. Und dann weißt du, da ist die Strecke zu Ende. Das linke Windrad. Mhm.
Ja, ne? Siehst du? Zack, und dann geht das wieder. Hier haben wir gleichzeitig auch die Ein-Ausfahrt Clubhaus. Also wir haben separat, also man kann die über die Boxengasse gefahren. Ja, wir können allerdings auch über das Clubhaus fahren. Das ist jetzt da extra zugemacht, weil aus Sicherheitsgründen, wenn da einer in die Boxengasse reinfliegt. Ne? Aber das kann man relativ schnell beiseite schieben und kann dann hier praktisch von hier auch direkt rausfahren. Ne? Ich finde, es ist eigentlich noch relativ wenig Gummi so auf der Strecke. Ja gut, das ist ja so von den Reifenspuren her und so. Ne? Je nachdem, was vorher für eine Veranstaltung war. Hier siehst du ja zum Beispiel, hier siehst du ja schon ein bisschen mehr. Ne? Ja, aber hier ist witzig, jetzt wo das erste Mal so eine richtige Schikane kommt, sieht man wieder, wie die Leute es scheinbar in alle Richtungen. Genau, und da kannst du dann halt auch überfahren hier, ne? Genau. Das sind die auch höher sind. Ne? Ja. Also da muss man auch schon ein bisschen gucken. Ne? Weil das gibt natürlich entsprechende Anregungen ins Auto. Und dann ist natürlich die Frage, wie triffst du das hier, um dann hier runter relativ schnell zu sein. Ne? Mhm. Das heißt, das ist schon eine der langen Geraden. Das ist die längste gerade. Die längste gerade. Kommst du Höhe nennt sich das. Also das ist eigentlich schon die längste. Aber auch da wiederum, je nach Auslegung des Fahrzeugs. Hier war doch schnell. Es gab gerade noch das Video hier mit Matthias, mit dem Chiron. Wie schnell war der hier ungefähr? Die haben ja keine Top-Speed-Runden, sag ich mal, gefahren. Aber theoretisch machbar, weiß ich zum Beispiel. Die haben auf der Start und Ziel weit über 200. Und hier, je nachdem, wie der da oben rausgekommen ist, auch bis zu 300. Ne? Also boah. Hier ist so 270, 280 ist hier machbar, auch mit normalen Straßenautos. Das kann ich dir auch mal schicken. Es gibt ja so Videos beispielsweise von den schnellsten auch Straßenfahrzeugen, hier GT2S und so weiter, die dann hier mit Nummernschild getestet wurden. Das hängt dann am Maschinisten und wie schnell kommt der da oben aus der Kurve raus, wie schnell das dann tatsächlich hier unten wird. Das ist also nicht nur rein von der Motorleistung. Und dann angenommen, man kommt mit 270 angeflogen, dann bremst man hier rein in die Kurve auf wie viel ungefähr? Unterschiedlich, also ich sag mal so ein Straßenauto mit normalen, also mit Sportreifen geht vielleicht doch so 165 hier unten. Oh, doch noch 165. Ja. Rekord, mit dem der auch tatsächlich einen Streckenrekord fährt, 212. 212? Ja, mit Abtriebsauto, leichtes Abtriebsauto. Dann hier Besonderheit, wie gesagt, hier Ausgang, hier auch der Mutkurve, die Schallkontrolle über die Schallbehörde. Aber wie auch da ist gar kein Problem, wenn man das ein Auto hat, wir können eine Voreinschätzung, wir wissen halt ganz genau, wie viele Autos werden angemeldet, welche Autos werden angemeldet, dann weiß man schon ganz genau, dass es geht und so viele Autos können auch fahren. Das ist also, hört sich immer problematischer an, als es ist. Gerade das Thema Schall ist in der Regel für die Tuning-Freaks da draußen, in Anführungsstrichen, jeder weiß ja, dass ein Auto zu laut ist oder illegal ist. Ja. Wenn man mit so einem Fahrzeug natürlich zu egal zu welcher Strecke fährt, kriegt man immer ein Problem. Ne? Also. Hier sieht man jetzt auch wieder extrem, wie es eigentlich in der Kurve berghoch geht. Ne? Und wenn man jetzt mal nach oben guckt, sind das ja schon wieder locker 10, 20 Meter, die es da hochgeht. Und so, ne? Hier ist auch nichts wirklich gerade. Ne? Also wir haben jetzt erstmal so eine Besichtigungsrunde haben wir jetzt da gefühlt. Wir kommen jetzt gleich wieder auf Start-Ziel. Jetzt rollen wir gleich einfach mal so ein bisschen schneller durch, dass man so ein Gefühl dafür kriegt. Aber wir fahren nicht schnell, wir machen eine Besichtigungsrunde. Wir fahren aktuell ohne Transponder, also von daher langsam. Was ist hier Top-Zeit auf der Strecke? Die Top-Zeit ist 1:33.207. Das ist ein Schnitt von 160. 160 im Schnitt auf der Strecke. Boah. Jetzt nicht gedacht. Ja, also das Video, da gibt es noch, das ist ein Prototyp gewesen, der hier gefahren ist. Projektfahrzeug auf Bilsterberg war die Streckenbeteiligung. Step One nennt sich dieses Gerät, kann man gerne auch googeln. Der ist auch die schnellste Runde tatsächlich mit aufgenommen worden. Das ist an einigen Stellen, denkt man, es wäre schneller gewesen. Ja, also wenn ich mir jetzt, guck mal, wir sind jetzt 50 gefahren die ganze Zeit, ne? Und es ist jetzt ja nicht so, dass du mit 50 denkst, du stehst komplett, du rollst halt hier so durch, ne? Wenn ich mir jetzt überlege, 100 km/h nochmal schneller. Ja. Weil man muss dann ja auch wirklich die Reifen sich ein bisschen einteilen, dass man, wenn man mit Straßenreifen unterwegs ist, wirklich auch so ein Fenster fährt, 5 schnelle Runden, dann wieder langsam und bauen die dann relativ schnell ab. Das hängt aber jetzt nicht nur an dem Auto, sondern bei jedem Auto. Ja. So, und dann kann man mit so einem Auto 1,45 und auch drunter sogar fahren. Echt? Okay, krass. Ja. Weil dann 1,45 sind dann ja auch im Schnitt immerhin schon 140 oder so wahrscheinlich. Ne? René freut sich schon. Eigentlich nicht. Ah, guck, da ist jetzt Technik. Also ich freue mich auf den letzten Teil der Videoreihe. Wenn das Ding dann wirklich 100% hierfür abgestimmt ist. 100% safe ist. Ja, und das ist ja wie überall anders. Man fragt immer, wie ist denn der richtige Fahrstil? Ich kann immer nur sagen, Sicherheitsrunde heißt immer langsam rein in die Kurve. Ja, ja. Also das ist hier gerade mit so einem Fahrzeug, wo man nicht genau weiß und hinten leicht beispielsweise. Und gerade beim Bremsen, da hast du ja eine Radlastverschiebung. Ne? Immer vorsichtig vor den Kurven. Ne? Also, sonst hast du gerade mit dem Fahrzeug, ich habe kurzer Radstand und so weiter, hast du relativ schnell auch einen Quersteher. Ne? Den wollen wir lieber. Also den werden wir garantiert haben, weiß ich jetzt schon. Hoffentlich nicht an der falschen Stelle. Ja, ich würde an dieser Stelle sagen, vielen Dank, Rolf, dass du uns die Strecke schon mal einmal gezeigt hast. Im nächsten Teil, kann ich so viel schon mal verraten, sind wir auf dieser Strecke. Wir haben einen professionellen Gast, der uns das Ganze noch ein bisschen zeigt. Wir gucken mal, was das Material mitmacht. Ist absolutes Neuland für uns, hat nichts mit geradeausfahren zu tun und genau das macht es so cool. Und ich freue mich auf morgen.
Danke fürs Zuschauen. Danke nochmal an Bilsterberg. Gerne. Ich denke, es wird geil.